Ein König starb, oh Graus, deswegen machen wir uns auf direkt zum Leichenschmaus und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 111. Ja, wir haben uns schon ordentlich rausgeputzt, ne, wie es die Ladies hier immer so wollen von uns. Also erstmal Triss war mal auf einem Maskenball, da mussten wir uns schon umziehen. Und jetzt sind wir zu einem Leichenschmaus, naja, mehr oder weniger eingeladen. Also wir laden uns auf jeden Fall selber ein dazu, denn ja, das ist hier so Sitte bei den Wikingern, ne? So das gepflegt zu feiern, wenn ein König tot ist, so traurig dieser Umstand auch sein mag. Und ja, jetzt müssen wir nur noch Yennefer finden und dann geht's direkt dorthin. Mal sehen, ob wir da neue Erkenntnisse gewinnen können, denn hier hat sich eine Explosion ereignet, eine magische Explosion auf den Skellige Inseln und Ciri soll damit zu tun haben. Tja, leider konnte es Yennefer noch nicht genau untersuchen, da ihr die hiesigen Druiden den Zugang verwehren. Ja, zu dieser Explosionsstätte, wenn man so will. Oder der Stätte des Ereignisses, was hier Mensch und Tier in Aufruhr versetzte. Aber noch sieht es hier relativ entspannt aus und landschaftlich, muss ich mal sagen, ist Skellige fast schon beeindruckender als der Rest der Welt hier. So, jetzt sind wir oben, oberhalb der Stadt. Ah, hier sind wir ja beim letzten Mal, in der letzten Folge schon vorbeigekommen. Ja, sorry. Oh, ich sollte aufpassen. Wikinger, die kennen da keinen Spaß, wenn wir die mal eben so anrempeln. Ja, Heda. Du dich auch, Heda. So, was haben wir denn hier noch? Also Quests haben wir hier schon soweit aufgesetzt. Ist das plötzlich? Nee. Aufsetzen Pferd. Nee, wir möchten hier niemandes Pferd klauen. Genau, wir haben ja selber unseren Gaul. Da kommt er nämlich schon. Plötzchen. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit das noch weg ist, aber sieht geil aus, oder? Hat doch was. Schneller. Ja, hier ist gerade Morgendämmerung und wie? Wir sind noch nicht wirklich zum Schlafen gekommen. Ach, ein Barbier gibt's auch wieder da unten. Sehr schön. Richtig geil. Da unten waren wir. Guckt mal da. Da bei dem Steg irgendwo. Ja, also sehr cool. Da hinten irgendwo waren wir. Und das Schiff ist schon brennenderweise, also das Schiff des Königs ist schon abgetrieben. Ja, ich weiß nicht, ob sich seine Tochter da auch in den Tod mitgestürzt hat. Also die ging ja irgendwie nicht runter von dem Bötchen, als es anfing zu brennen. Sie wollte vielleicht ihrem Vater folgen, ich weiß es nicht. Oder sie hat sich nur rechtzeitig fallen lassen. Aha. Die Brücke. Es wird gespeichert. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Skellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis eines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Uiuiui. Er ist so ein bisschen machtgeil, kann das sein? Das ist jetzt die Frau übrigens, die Witwe. Die sollte an sich trauern, ja, aber stattdessen werden da irgendwie Machtgelüste in ihr breit. Stellst du mich vor, Jen? Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Das ist eigentlich sehr gut. Warum überrascht mich das nicht? Oh, Geralt, was hast du dir nur angezogen? Ist doch ich will keinen von deiner Schönheit ablenken. Ein Mann an der Seite einer Frau ist ein Accessoire. Er sollte ihre Schönheit unterstreichen. Aber danke für das Kompliment. Sieht doch toll aus. Ich hasse solche Anlässe. Ja, trotzdem haben wir uns ja dazu bereit erklärt, ne? Freiwilligerweise.
Ich mag keine Begräbnisse und keine Feiern. Ich weiß, halbrohes Fleisch und Teleportationen magst du auch nicht. Aber manchmal müssen wir alle die Zähne zusammenbeißen. Oh ja, was denkst du, was wir hier schon permanent machen? Wir sollten uns um das Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Ja, sie ist schon auch eine Süße, keine Frage. Aber sie kann, selbst mit Triss kann sie es nicht aufnehmen. Was habt ihr zum Abschied nee. Das ist immer noch meine Favoritin, auf jeden Fall. Und wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Ich schon die ganze Zeit fragen wollte. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Aha. Wenn wir uns rasiert hätten, hätte sie das vielleicht nicht gesagt. Dame Yennefer, cool. Mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Immer dieselbe Musik, ne? In irgendwelchen Schenken oder so. Schön, dich kennenzulernen. Genau. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen. Und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Kreid sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht. Direkt neben seiner Tochter Ceres. Folgt mir bitte. Schön. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen. Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjorn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren. Und der mit dem Stockfisch ist Otrik Anhinder. Wie war dein Name? Ich hab's vergessen. Ihr seid alle Jarls Söhne. Oh Gott, da wird's aber sauer sein, oder? Wenn wir jetzt sagen, ey, wir wissen es nicht mehr, wie sie heißt, ne? Ihr seid alle Jarls Söhne, genau. Wir sitzen offenbar nur mit Jarls Söhnen zusammen. Ceres Ancret ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Ach so. Schon gewusst, dass jeder Einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Ceres ist neidisch, denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmer uns alle zu einem Rennen auf den Berg herausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deinen Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmer ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auf. Und wenn okay. ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer gemacht. Klar, wir machen mit. Komm. Wir haben ja jetzt schon Erfahrung, ne? Und wir haben jetzt einen super Sattel, da kann nichts schief gehen. Denn der Sattel ist ja so ein bisschen der Indikator für Ausdauer, ne? Klar, ich bin dabei. Ja. Na logisch. Wie sind die Regeln? Das wird bestimmt ein Spaß. Wer Chalmers Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Hey. Und ich hab schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Sehr schön. Das wollen wir doch nicht. Da sind wir. Berg von ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Oh Gott. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmers Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Ach, wir müssen rennen.
Na geil. Oh, das kann ich hier nicht tun, na wie nett. Ah, wie schnell rennt die? Gibt's ja nicht. Können wir hier irgendwo abkürzen? Beeil dich, alter Mann! Wie war denn das mit, nee, einfach nur springen. Okay. Gegen Siri haben wir damals noch gewonnen, ne, oder? Oder haben wir sie gewinnen lassen? Ich weiß gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist schon lange her. Aber hier sieht's cool aus, ne? So ein schönes Eis- und Schneesetting. Sehr geil, ja. Habe ich allein durch die Steuerung hier so viel verbockt. Oh, nee. Da kommen doch schon die anderen. Ich höre sie doch schon. Boah, die sind auch wie Schweine schnell, oder? Naja, wir gönnen ihr ja den Sieg, so ist es nicht. Oder auch nicht. Boah, sie ist schnell. Ich dachte, wir müssen hier ein Pferderennen austragen, aber dass wir selber rennen müssen, war ich jetzt nicht drauf gefasst. Erste! Ah. Oh, nein, wollte ich nicht. Gratuliere. Verdammt, das wollte ich jetzt nicht überspringen. Sorry, Leute. Ich werde gern allen von deinem Sieg berichten. Genau. Oh, sie hätte die Axt nicht rausgezogen, ne? Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Heute nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ceres hat bewiesen, dass sie ihrem Bruder Chalmar ebenbürtig ist. Sie hat die Axt von der Klippe geholt. Unmöglich. Jetzt weiß ich, warum Chalmar dich Sperber nennt. Schluss mit dem Geschwätz. Trinken wir. Genau. Ich nicht. Ach nee, ich wollte ja nicht trinken, stimmt. Heute nicht. Obwohl. Aus gutem Grund, glaub ich. Wenn nicht heute, wann dann? Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? Genau, das weiß ich. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Ah, okay. Bin ich ja mal gespannt, was Yennefer von uns möchte. Wow, ist ja echt eine Menge los. Ich meine, sollte ja auch so sein, ne? Ich meine, du warst der König, der hier gestorben ist. Das war jetzt irgendwie so ein bisschen komisch. Also dieses Rennen, das kam ja wirklich so dermaßen spontan. Das war so eine kleine Nebenquest innerhalb der Hauptquest, nehme ich mal an. Gespräch wieder. Ja. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind Yaldona Anhinda und Yalugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab. Steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das klären wir hier und jetzt. Oh, okay. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Beruhigt euch, geht vor die Tür. Na, ich flog mal ruhig. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindasfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Der Kaiser wäre hoch erfreut, euch zanken zu sehen. Oh ja. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Oh ja. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Na. Du gehst zu weit, Lugos. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft.
Oh, na, ist eine Prügelei? Etwas Kurzweil. Ich hätte schon geil fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Denke weg. Jetzt werden ein paar Fressbretter geklopft. Oh je. Ja, Geralt hat's ja schon so ein bisschen befürchtet. Ne? Oh, der ist uns über. Scheiße. Oh, ich kann doch hier auch nicht mal ausweichen. Oh, der hält eine Menge aus. Ja. Toll. Oh, ja. Ja, gut. Also man kann die Taste so ein bisschen spammen. Ja, die Viereck-Taste. Scheiße. Wow. Aber mit einem Schlag schlägt er uns ja fast alles weg. Leider. Gut, das war's. Ja, mit Stufe 30, ne? Wir sind ja gerade mal Stufe 17. Diese Mutationen oder wie du es auch nennst, haben dir auch nicht viel geholfen. Wir in Skellige leben, essen, atmen, trinken und ficken im salzigen Wind dieser Inseln. Die Stärke folgt von selbst. Und Weiber mögen starke Kerle, richtig? Weiber mögen aber keine Pflege. Wird höchste Zeit, dass du das kapierst. Dein Pech. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Oh, okay. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten. Gern. Ja. Klar, lass uns einen heben, Lugos. Trinke so, wie du kämpfst, dann werden wir Spaß haben. Auf Bran! Yennefer und ich fühlen uns geehrt. Auf die Gesundheit. Tut uns leid, wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. Oh. So, na, jetzt können wir endlich hoffentlich mit ihr reden. Ja, okay. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir auch nicht, oder? Sind wir ja auch nicht. Wir sollten nicht gehen. Gehen wir. Klar, wir wollen ja rausfinden. Moissach ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Oh, okay. Komm, Geralt. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. So was einsammeln unterwegs, ja? Ah, nächstes Mal alkoholisches. Balladen. Wäre hier was für Rittersporn. So ein paar neue Balladen. Oder zumindest kennt er sich davon. Oh, Stahlblech brauche ich auch für Rüstung. Das brauche ich sowieso. Aua. Zum Glück passt sie sich unserem Tempo so ein bisschen an. Redanisches Bier. Nee, das brauchen wir nicht. Ist hier noch irgendwas? Der letzte Wunsch. War nicht das komplette Buch, oder? War das nicht das erste Buch der Hexerreihe? Der letzte Wunsch? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, aber den nehmen wir auch mal mit. Oh, Moment. Da war auch noch was. Nee. Hm. Eine Wasserflasche. Ei. Naja. Brauchen wir nicht unbedingt. Hier ist auch nichts, nur Bier. Yeah. Oh, das wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Na, ist egal. Können wir auch mal verkaufen. Bei Gelegenheit. Ein bisschen Bier und so, ne? Das war's. Okay. Oh. Was wird aus Temerin? Ja, das freue ich mich auch. Aber wir werden es ja vielleicht noch im Zuge dieses Abenteuers erleben, Leute.
Oh, oh, der kommt wohl. Oh nee, der lässt sein Labor unter den Wandteppich. Spatzen piepsen und starre zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Faue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Na denn. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Genau, sagt man so, ne? Und Trapsen, Nachtigall, ich höre die Trapsen. Ist das so verstaubt dahinter, ja? Anscheinend. Ganz unauffällig. Wunderbar, speichert auch. Das war nah dran. Oh ja. Wasserflasche. Ja, dank der Frauen geraten wir mal mehr in Gefahr, ja. Eieiei. Tja, Liebe ist gefährlich. Hm, haben wir nichts weiter. Aber wir legen es ja auch so ein bisschen drauf an, ne? Wir hätten ja auch ablehnen können. So. Oh, oh. Meine Güte, wie viel Zeug hier ist überall. Aber wir brauchen es ja, ne? Heilt uns ja. Oh Gott. Ne, hier. Die Kiste wollte ich. Oh. Ach doch. Das brauchen wir. Alkohol, Hest. Hm. Moment. Nee, hier war nichts. Oh, Bier. Lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissacs Spione. Oh, oh. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Okay. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Alles klar. Nur dummerweise wird er jetzt schon Bescheid wissen, ne, wenn es seine Spione sind. Ja. Na denn. Können wir das öffnen? Ja. Okay. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Jetzt gedacht. Na toll, sie beamt sich einfach. Wir können zusehen, wie wir hier hochkommen. Hier hoch? Ja, da ist sie ja schon. So war das, genau. Wow. Ist wirklich hübsch hier. Mhm. Sehr gut. Noch mehr Alkohol-Hest. Alkohol-Hest. Herzogwasser, nein, was damit, das klingt wichtig. Wasser, sowieso. Oh Gott, das sieht so riesig aus. Oh. Gruselig. Eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Droiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Oh ja. Ja, Droiden sowieso, ne? Ja, der hat sich die Wildnis hier nach unten geholt, in sein Labor. So, na dann gucken wir mal. Den mysteriösen Raum. Okay, die Tiere werden alle markiert auf einmal. Okay. Sieht lebendig aus. Die sind nur eingefroren, oder was? Nachher werden die Viecher noch lebendig. Wenn er so etwas im Wald sehe, würde er sicher drauf schießen. Oder der hat sich richtig Mühe gegeben mit seinen Präparaturen hier. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach bitte. Ja. Der sieht lebendig aus. Okay, er sagt ja immer dasselbe. Dann sind offensichtlich nicht die Tiere gemeint. Ah, die sind jetzt auch nicht mehr rot markiert. Okay, vielleicht war das auch ein Programmfehler. Okay, hier ist so eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissac erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Mhm. Ach so. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Ja, gut, eine Spiegelung von Moissac erscheint auf der Oberfläche. Also, magisches Bildtelefon, wenn man so möchte. Wir hatten einen in Kaer Morhen.
Ach bitte. Ach bitte. Ja, hier war die Tür, die war auch markiert. Mehr ist hier nicht, ne? Nee. Gut, dann gehen wir hier direkt mal weiter. Und das. Okay. Ah. Was ist passiert? Wo ist wohl magisch? Oh. Die Tür ist verschlossen. Oh nee. Oh nee. Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf. Ich glaube, wir wurden vergiftet. Hoffentlich sind wir denen gewachsen. Nee, sind wir nicht. Oh, scheiße, Leute. Die Quest hätte ich noch gar nicht annehmen dürfen. Wow. Feuer. Oh. Aber zum Glück machen die nicht allzu viel Schaden. Noch nicht. Ja, wie auch, ne? Also, das ist ja alles nur Einbildung. Zumindest hoffe ich das. Ui. Noch ein Bär. Yes. Das war aber. Okay. Eines weniger. Noch einer. Wir haben es ja schon mal mit einem Bären aufgenommen, so ist es nicht. Weil die wären uns normalerweise unter normalen Umständen über. Aber dadurch, dass sie bloß eine Einbildung darstellen, ne? Müssen wir uns hier keine. Moment. Die machen relativ wenig Schaden. Hm. Okay, nun. Vielleicht gibt es hier ein Gegengift. Obwohl das ein bisschen seltsam wäre. Oh ne. Oh oh. Was ist passiert? Du hast halluziniert. Na ganz schön. Du bist auf Moissachs Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Hat sicher lustig ausgesehen. Sollten wir für uns behalten. Obwohl. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast hier fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Yes. Bitte. Gut, wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Wunderbar. Die Tür ist auf. Ey, cool. So, aber... Lass uns reingehen, Geralt. Ja, aber was sich dahinter verbirgt, das werden wir dann beim nächsten Mal rausfinden, Leute. Also denn, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, ne? Gehabt euch wohl, euer Chuck.